Leute, mein Name ist Lina und es ist soweit, die Herbstzeit ist da. Ich persönlich verbinde diese Zeit mit schönen Spaziergängen durch gelbrote Wälder und gemütlichen Filmeabenden unter einer kuscheligen Decke mit einer heißen Tasse Kakao in der Hand, während draußen der Regen gegen die Fensterscheiben trommelt. Ja, das Wetter ist zwar noch relativ warm, aber lasst uns trotzdem schon langsam in diese herbstliche Stimmung kommen, denn warum nicht? Und da ich gerade dabei bin, eine Liste für einen Filmmarathon aufzustellen, habe ich voll Bock darauf bekommen, einen meiner Lieblingscharaktere aus Schokolade zu kreieren. Und wie ihr schon im Titel sehen konntet, werde ich heute Harry Potter aus Schokolade machen. Den Dude hier, falls ihr irgendwo hinter dem Mond lebt und ihn nicht kennt. So viele Jahre vergehen und trotzdem liebt jeder Harry Potter. Der Hype um ihn vergeht einfach nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Phänomen versteht, beziehungsweise warum ihr Harry Potter liebt. Und währenddessen werde ich das Bild an einer Unterlage befestigen und das Ganze mit einem Blatt Backpapier überdecken. Ach, und ich wollte euch noch bitten zu überprüfen, ob der Abo-Button unter diesem Video bereits grau ist. Denn wenn nicht, dann zaubert ihn grau. Ihr versteht schon, was ich meine. Und wenn du auch so ein verrückter Harry Potter-Fan wie ich bist, dann klicke gleich auch auf den Daumen nach oben. Laut der Anzahl der mit Harry Potter verbundenen Kommentare, die ich auf meinem Kanal finden konnte, müssten es mindestens 1 Million Likes sein, nicht weniger. Ihr stellt mir ja auch oft die Frage, zu welchem Haus in Hogwarts ich gehöre. Deswegen habe ich vor kurzem einen Test dazu gemacht und das Ergebnis war, dass ich zu Gryffindor gehören würde. Aber ich muss sagen, dass die Eigenschaften, die zu Gryffindor gehören, nicht wirklich zu mir passen. Dort stand zum Beispiel, dass ich viel Abwechslung und Unterhaltung im Alltag brauche, sowie auch treue Gefährten und einen direkten Draht zu meiner Familie, was echt ganz gut zu mir im echten Leben passt. Oder dass ich Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit und Intoleranz komplett hasse. Das stimmt. Aber es dort stand, dass ich total mutig und tapfer bin. Das würde ich nicht so behaupten. Die Motte in meinem Zimmer. Ich bin rausgerannt aus meinem Zimmer und habe Dima gerufen. Um 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens kam so eine riesige Motte in mein Zimmer. Die war riesig, die war auch wunderschön, die war echt schön. Aber ich habe Angst vor den Dingern. Sie hat mich aufgeweckt. Sie ist so irgendwie über meinem Kopf rumgeflogen und es gab so ein komisches Geräusch, so als würde irgendjemand über die Wand krabbeln. Es war gruselig. Ja. Keine Ahnung, wozu die ganze Story, aber so viel zum mutig. Und ihr wisst ja, ich bin auch total tollpatschig. Ich meine, ich habe mich vor kurzem mit Brot geschnitten. Mit Brot! Das habe ich euch schon letztens erzählt, im letzten Video. Ich komme einfach immer noch nicht drauf klar, wie geht das? Alle Menschen, die jeweils mehr als 24 Stunden mit mir verbracht haben, wissen ganz genau, wie oft ich mich an Ecken und Kanten stoße. Auch wenn es ein weicher Sitzsack ist. Beleidigst du mich jetzt? Verdammt nochmal. Und das nenne ich TSB. Übrigens, falls ihr euch fragt, dieser Pullover ist ein Unikat. Nur ich habe das und man kann das nirgendwo kaufen. Man kann es nur klauen. An meiner Wäscheleine. Aber ja, was nochmal Mut und Tapferkeit angeht, ich kenne mich zu gut und manchmal passe ich lieber. Wenn es aber um Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen geht oder noch schlimmer, wer als nächster beim Pizzaboten anruft, da sind wir dabei. Auf jeden Fall lasst uns mal ein kleines Spiel spielen und gucken, welches der Harry Potter-Häuser am stärksten ist. Ich werde dazu unten 4 Kommentare mit unterschiedlichen Hogwarts-Häusernamen dalassen. Und das Haus, welches die meisten Likes hat, wird auch gewinnen. Ich bin echt gespannt, welches Haus es sein wird, also stimmt ab. So Leute, ich bin jetzt endlich mit den Konturen fertig geworden. Und jetzt fehlt uns nur noch der Rahmen, welchen ich vorsichtig mit dem Dekostift ziehe. So. Und so. Und jetzt können wir endlich zu meinem Lieblingspart kommen, nämlich das Gemälde bunt ausmalen. Dazu habe ich einfach Schokolade genommen, die ich mit Lebensmittelfarbe vermischt habe. Dabei muss ich aber echt aufpassen, denn die Schokolade verschmilzt oft mit den Konturen zusammen, also ganz vorsichtig. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. So Leute, ich bin jetzt auch endlich mit dem Färben fertig geworden und jetzt fehlt uns nur noch die traditionelle Schicht Schokolade oben drüber. Dazu legen wir die Schokolade einfach drüber und verteilen sie über dem ganzen Gemälde. Das Ganze muss jetzt nur noch für ein paar Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. 3 Stunden später. Okay, ich bin back. Ich hoffe einfach, dass es echt gut geworden ist. Denn bei Harry Potter gerade wäre ich echt traurig, wenn es nicht so wäre. Wir brauchen jetzt natürlich wie immer unser Zaubermesser. Und wir schneiden das Backpapier auf. Aber nun gut, wir schauen mal. Ah, die ist weiß. Die wird nicht hochgehen. Das wird nichts. Deswegen wollte ich das quer machen und dann schnell hier... Warte. Und umdrehen. Wisst ihr, es ist mir gerade so schade, dass es irgendwie kaputt geht. Also, ich warte einfach 24 Stunden und zeige euch dann das Ergebnis. Ich klatsche jetzt mal und dann sind 24 Stunden vorbei. So Leute, 24 Stunden sind vorbei und der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ein kleiner Spoiler, diese 24 Stunden haben sich echt gelohnt. Denn so
sieht das Ganze am Ende aus? Ich finde, man kann echt gut erkennen, wer das sein soll und es ist echt gut gelungen. I'm proud of myself. Aber wie findet ihr es? Ist es mir gelungen oder nicht? Schreibt es bitte in die Kommentare. Die schmilzt in meinen Händen. Das sieht falsch aus. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann gebt uns einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier an der Seite findet ihr noch zwei weitere Videos. Das letzte Video von mir und eins von dem Kanal Phil Laude, Allmann beim Wandern. Und sonst wünsche ich euch allen eine wunderschöne und produktive Woche. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Abonnieren nicht vergessen. Ihr versteht schon, was ich meine.